Brandgranate! Und es geht schon wieder los. Was für eine... Ich weiß nicht, wovon du redest. Warum beschleicht mich das Gefühl, dass hier schlimme Dinge passieren? Ich sehe gerade irgendwie nicht so viel. Ich habe gerade nicht so richtig den Durchblick. Den finden wir noch. In Ordnung. Matsch, such dich und sei vorsichtig. Kommt da noch einer? Noch einer. Immer her. Immer komm her. Erzähl nicht. Oh, Scheiße. Waren sie da? Nee. Das ist ja kacke. Hier brennt. Komme ich hier nicht durch? Warte mal, sehe ich das? Ne, die haben auch Gas noch drauf, ne? Ah! Ihr müsst mir ja nicht gleich so viel Feuer unterm Arsch machen. Übertreibt man nicht. Ich mache mir gerade selber Feuer unterm Arsch, kann das sein, weil ich mich immer in die Flamme stelle, ich Idiot. Was passiert jetzt? Weiß, erst Knöpfe drücken, dann fragen. So mache ich das zumindest. Ach, zumindest haben wir gerade kein Gasmaskenproblem. Das finde ich sehr toll. Das haben wir nachher erst wieder, wenn es problematisch wird. Man gibt irgendwie Sinn, ne? Wo müssen wir hin? In eine ganz andere Richtung. Mir brennen schon die Augen. Irgendwie bin ich müde. Ich möchte schlafen. Ich will doch einfach nur schlafen. Aber ich darf noch nicht schlafen. Noch nicht. Wie kommen wir denn hier raus? Wo müssen wir denn hin? Von hier kamen wir doch. Hallo? Hallo? Können ja mal Licht machen, dann sehen wir vielleicht was. Ah, nur vielleicht. Hat sich das was nachher noch dran gewöhnt. Dann sehen sie uns ja wieder. Hier drin fühle ich mich jetzt auch nicht besser. Oh. Ich kann es nicht lassen. Ich muss da immer einmal dran rumklimpern. Wenigstens einmal. Okay, wir müssen irgendwie... Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Oh, mal was ganz Neues. Ist hier noch irgendwo lang? Ah, ab ins Loch mit uns. Ich weiß nur nicht, ob uns das jetzt was bringt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was müssen wir überhaupt machen? Brich zur Ringstation der Hanse durch. Finde und rette Anna. Warum? Ich will die aber gar nicht retten. Und finden will ich sie eigentlich auch nicht. Eigentlich kann die bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mag zwar hart klingen, ist aber so. Und nun? Was? Was ist das? Zielt der von irgendwo auf uns? Von wo?
eine berechtigte Frage. Ich bewege mich hier nur im Kreis die ganze Zeit. Das ist scheiße. Ja, ich will nicht da schon wieder ins Loch. Da sind wir doch gerade erst reingesprungen. Ich weiß nicht wohin. Oh Gott, und jetzt kriege ich schon wieder Panik, was unsere Luft angeht. Wir drehen uns im Kreis, ne? Scheiße, Mann. Scheiße. Genau, mach mal Licht an, dann sehe ich hier wenigstens mal was. Muss ich hier vielleicht hoch? Benny, die. Kann ich mich mal hier schnell durchquetschen? Keine Idee. Oh. Das ist irgendwie auch keine Idee. Was mache ich denn hier? Na! Ah! Die Feinde gefunden. War so dunkel, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Frage ich mir, wie kommen wir da hin zu denen? Wie kommen wir zu unseren Feinden? Von da oben. Wie kommen wir da hoch? Wir nehmen die Treppe. Treppe nehmen ist immer gut. Aua, hört doch mal auf mich zu schießen, Mann, ey. Sachen gibt's. Wird ja auch nichts nützen. Ich krieg dich trotzdem. Wie wäre es mit dieser Stelle? Oh, ein Eintrag. Ah, die Gruppe, die den Außenposten des Ordens ausgelöscht und Anna entführt hatte, übernimmt jetzt die Schieß mich tot. Eine friedliche und neutrale Station. Das ist eine Kriegserklärung an den Orden und die einflussreiche Hanse, die an die Schieß mich tot grenzt. Lesinskis Team, auch wenn das Team nicht stark ist, wird nicht reichen, um einen Krieg gegen die Hanse anzuzetteln. Ich verstehe das nicht. Worauf hofft? Corbett, was denkt sich dieser Teufel? Gar nichts. Die denken sich dabei gar nichts. Weil denken würde, da muss man den Kopf anstrengen und das machen solche Leute selten. Sie tun nur immer so, als wenn sie es tun. Sie tun nur so, ja, genau, das ist schon richtig ausgesagt. Muss ich die Waffen auch eigentlich immer noch tragen? Ja. Ich verdammt. Ach, erzähl doch nicht. Was soll denn das? Jetzt bin ich doch hier schon wieder. Hier wollte ich ja gar nicht hin. Das war jetzt nicht so mein Plan. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Hier drüber. Oh, ich hab den Schlüssel nicht. Also hier sind sie ja wirklich nicht sparsam, was die Dingsbumsen angeht. Kann ich jetzt hier runterfallen? Oder ist das auch dann wieder nicht richtig? Ich weiß es nicht. Oh. Wow. Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich nicht gut, dass er so Luft zieht. Egal. Wir haben Speicherpunkt erreicht. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Schnell durch, bevor ich mir wieder einen Arsch ansänge. Schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut. Das Experiment war erfolgreich. Was denn für ein Experiment? General Corbett melden. Machen Sie das? Jawohl. Was ist mit der Dusse? Lesnitsky hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlung die führen. Was? Scheint so ein Geräusch. Dann bauen die hier Gras an. Habe ich das jetzt gerade gesehen?
Ich glaube, ich bin die ganze Sache hier gerade schon wieder ein kleines bisschen verkehrt angegangen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß, kriegt man überhaupt nicht mit, ne? Seid ihr denn? Ich sehe die gerade gar nicht. Sie sind ganz blaue! Immer gut! Wo denn? Hä? Die sind über uns wahrscheinlich, ne? Ey! Nee, immer noch da. Dafür lassen wir sie bezahlen. Hm. Ja, wenn du das sagst. Ich habe ihn unter Beschuss, Kameraden. Ich verstehe gerade gar nicht, von wo der eigentlich überhaupt auf mich schießt. Ich sehe schon kommen, das ist wirklich alles nicht ganz so richtig, was ich gesehen habe. Aber ist mir egal. Erstmal machen. Hey, ich bin runtergefallen. Ach. Verdammt! Wo müssen wir überhaupt lang? Wenigstens die Musik ist beruhigend. Wenigstens etwas. Wow! Nicht mal, nicht machen! Ja. Tot? Nicht tot? Gleich tot? Schießt es noch? Lebt es noch? Schießt du noch oder lebst du schon? Nee, andersrum. Schießt du noch oder lebst du noch? Nee, oder stirbst du schon? Ach, was weiß ich. Mann, ey! Ah! Hat er mich jetzt tatsächlich festgenagelt? Ich wollte nur sagen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Von wo denn? Das verstehe ich gerade nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unter Beschuss, ne? Ich komme damit gerade nicht klar. Wo muss ich denn überhaupt hin? Komme ich hier gar nicht so? Was soll das? Aua! Du tust mir weh! Ach, ich muss da durch oder was? Ich liege gerade hier. Können Sie jetzt aufhören, auf mich zu schießen? Bitte? Danke? Ich habe sogar bitte gesagt. Da hilft. Hilfe! Meine Fresse, wo kommt ihr denn alle her? Wer hat euch denn eingeladen? Ich nicht. Ich darf nicht. Haben wir jetzt Ruhe? Meine Fresse, ich wollte gerade sagen, viel hält meine Gasmaske nämlich auch gar nicht mehr aus. Naja, okay, eigentlich schon noch ein bisschen. Wir haben es ja schon schlimmer erlebt mit der Gasmaske. Oh, Munition ist immer gut. Munition, das freut mich. Ich habe Munition gefunden. Wuhu! So viel Laden. Wo kam der denn her? Ich habe mich gerade selbst erschreckt. Ja. Und so, halt. Ne? Versteh mal. Freddy, das Skelett, es brennt, es brennt. Oh nein. Weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden soll, dass wir so viel Munition finden, oder ob ich das schlecht finden soll. Auf eine Art macht mir das schon wieder Angst. Das
könnte ja irgendwas Großes kommen. Eindringling! Ach, erzähl doch nicht! Stehen bleiben, sonst schließe ich hier die Kehle auf. Ich könnte ja einfach einen Kopf schießen. Du bist also wegen Anarke. Scheiße. Warum hast du das getan? Wir müssen zur Polzermeier. Da ist die Hanse. Und unsere Männer. Scheiße. Ersticken wäre eine echte Schande. Ich bin hier. Die haben keine Maske. Wir brauchen hier zwei Masken. Hätte ich vielleicht nicht auf den schießen sollen? Ich weiß nicht. Die egal, wir sind weitergekommen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Ich kann auch so viele nicht glauben. Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich wirklich scheiße. So, ich mache jetzt aber kurz eine kleine Pause für 5 Minuten und dann geht es weiter.